So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute wollen wir mal wirklich schauen, wie viel Glück der Ramses hat oder auch wie viel Pech, denn das Partyhut-Wurmbel ist ja eingeführt worden vor langer Zeit. Seit das Partyhut-Wurmbel weg ist, kann man natürlich Wurmbel normal auch bekommen als Shiny. Das Partyhut-Wurmbel hatte den Vorteil, dass man es nicht entwickeln konnte. Ganz anders natürlich das Wurmbel-Shiny, das könnt ihr entwickeln und leider kriegt ihr zwei verschiedene Formen, die ihr dann nochmal entwickeln könnt. Und das hat leider nichts damit zu tun, dass ihr irgendwie einen Namenstrick anwenden könnt oder dass das nach Geschlecht ist. Mann! Oder dass es nach Geschlecht ist und dass das Männliche das wird und das Weibliche wird das. Das wäre nämlich alles viel zu einfach. Wir wissen nun ganz genau 100% und lasst euch da nicht reinreden, was sie immer behaupten. Ihr müsst die Namen eingeben. Schwachsinn. Die machen, geben einmal den Namen ein, entwickeln das und sagen, mit dem Namen ist es das geworden. Ja, dann gebt es doch ein zweites Mal einen Namen. Und dann heißt es, ja, beim zweiten Mal funktioniert das ja nicht. Aber ich kann auch einfach irgendwas behaupten und in den Raum stellen. Der Namenstrick funktioniert auf jeden Fall nicht. Mit den Geschlechtern hat das auch nichts zu tun. Und jetzt habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht und nichts gefunden. Aber die Community, die Community, und da bin ich wirklich dankbar. Ich hatte nämlich einen kleinen Aufruf auch gestartet. Ich habe auch extra einen Buddy von mir so benannt. Ich habe einen Wurmbel auf meine Schulter gesetzt und gesagt, suche Wurmbel. Habe ein Video, habe in diverse Gruppen gepostet. Habe Leute gefragt, ob sie nicht einen Shiny Wurmbel haben zum Abgeben. Und dann haben sich ein paar Leute gemeldet, mit denen ich dann auch tauschen konnte. Und ich habe jetzt 5 Stück, wo ich einfach mal entwickeln möchte, um zu gucken, klappt es und wir haben sofort die Familien vollständig oder klappt es nicht? Das ist die Frage. Erstmal ganz dicke, fette Grüße gehen raus an den Vorbelastet. Der hat mir da auch geholfen. Wir sind aufgestiegen auch zu beste Freunde im Rahmen dieses Tauschvorgangs. Wir haben nämlich unseren Freundeslevel schon vorzeitig erhöht. Nicht zum Seed-Day, nicht zu lang warten. Wir haben jetzt schon beste Freunde gemacht. Habe ich auch kurz abgescreent oder so. Müsste hier irgendwo eingeblendet sein. Und der hat mir auf jeden Fall ein Wurmbel gegeben. Genauso wie der Naro. Bei dem bin ich auch aufgestiegen. Der hat aber noch keinen Wurmbel gehabt. Er hat gesagt, er sucht extra einen Wurmbel. Und wenn er einen Wurmbel gefunden hat, dann geht es richtig ab. Der Benjamin Engel hat auch gesagt, er sucht einen Wurmbel. Und es gab viele Leute, die sich dann gemeldet haben und gefragt, brauchst du noch Wurmbel, brauchst du nicht Wurmbel? Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich ja 5. Wenn das jetzt passt, dann brauche ich eigentlich keine mehr. Ich weiß aber schon, dass ich kein Glück habe und dass nichts passt. Also gehen wir einfach mal jetzt in den Beutel. Wir haben Wurmbel eingegeben. Ihr seht, hier unten ist das Partyhut Wurmbel als Shiny. Hier das normale Wurmbel mit Partyhut. Hier das Shiny Wurmbel mit Partyhut. Wir haben jetzt hier leider vom Vorbelastet das Getradete ist Lucky geworden. Und ihr wisst genau, wie ich dazu stehe. Luckys zählen nicht. Luckys sind hässlich. Guckt euch den Hintergrund an, wie extrem der ablenkt und ihr das Pokémon schon gar nicht mehr seht. Das zählt also nicht. Wir haben trotzdem hier von Mäusekind noch eins übrig. Wir haben von Ernie und Bertha eins übrig. Wir haben von Poke Lausi Mausi eins übrig. Wir haben von Super Sani 1, hier haben wir meinen Schulterwurmbel, womit ich gesucht habe. Wir wollen jetzt entwickeln und was mache ich natürlich immer? Ich entwickle natürlich immer die größten in der Hoffnung, dass das dann die Weiterentwicklungen, die Endentwicklungen sind und die kleinsten versuche ich immer aufzuheben. Als erstes nehmen wir also das Super Sani Wurmbel, entwickeln es einmal und egal was jetzt rauskommt, es ist ja sowieso neu. Entweder das Schalucka, ich versuche es gar nicht erst, ich lasse es einfach, wir gucken einfach, was rauskommt. Es ist natürlich das blöde Orange, ich glaube, das ist sowieso häufiger. Achso, es heißt immer noch Super Sani. Wir machen mal den Namen weg. So, dann seht ihr das nämlich besser. Schalucko heißt das. Jetzt nehmen wir aber erstmal das zweite
Höchste, das ist das jetzt hier mit 431. Da machen wir auch den Namen weg. Das war von Pogel, Lausi, Mausi. Und jetzt hoffe ich, dass es kein Schalocco wird. Wenn es ein Schalocco wird, ist es in dem Sinne jetzt noch nicht schlimm, weil dann können wir ja das eine Schalocco entwickeln, ne? Das hätte ja dann noch Sinn. Aber dann haben wir schon das Problem, dass wir schon zweimal das eine haben und noch kein einziges Mal das andere. Nein! Und es ist natürlich genauso geworden, es ist das Schalocco. Ich mag jetzt schon eigentlich nicht mehr weitermachen. Wir machen es mal ganz geschickt. Wir geben jetzt mal Schalocco ein. Wir haben hier das Höchste. Und das höchste Schalocco entwickeln wir jetzt erstmal durch, dass wir wenigstens den einen Pfad fertig haben. Wir haben also Wampel, wir haben Schalocco und wir haben gleich, das sehen wir gleich, was wir gleich haben. Ich kenne auch die Namen nicht. Wir haben, das ist wenigstens das Schöne von beiden. Das hat wenigstens Sinn. Das andere ist nämlich übelst hässlich. Wir haben Papinella. Das sieht hübsch aus, als shiny natürlich. Papinella, lass mal hier. Gehen aber jetzt wieder zurück zu unserer Wampel. Denn wir müssen ja immer noch weiterentwickeln. Ach Mann, was mache ich denn? Wampel! Das ist meine Tastatur, hat sich letztens verstellt und seitdem raffe ich überhaupt nichts mehr. Jetzt versuchen wir es mit dem nächsten. Es darf kein Schalocco werden. Wir entwickeln es einfach. Hoffen, dass es kein Schalocco wird. Sonst muss ich wieder den nächsten Aufruf starten und muss immer noch mehr traden und machen. Es ist das Grüne! Jetzt brauchen wir noch einmal das Grüne und dann haben wir es im Prinzip fertig. Ich weiß jetzt natürlich schon. Dass alles, was ich jetzt noch entwickeln kann, nicht zu hoch kommt. Deswegen könnte ich das jetzt eigentlich schon durchentwickeln, dass es die letzte Stufe wird. Das mache ich eigentlich. Komm, wir machen das. Panikon haben wir hier. Wir entwickeln das, weil die anderen sind sowieso niedriger. Wir entwickeln das Panikon noch zu dieser blöden Motte. Und dann müssen wir hoffen, dass das letzte, was wir entwickeln, zu Panikon wird. Und wenn es nicht zu Panikon wird, muss ich mir wieder eins tauschen, wieder entwickeln. Jetzt haben wir also auch Pudox Shiny auf der Hand. Also bis jetzt läuft es eigentlich doch besser als gedacht. Was machen wir jetzt? Wollen wir aus Spaß mal das vom Vorbelastet das Shiny entwickeln und gucken, was da rauskommt? Oder wollen wir das lassen? Ich meine, das ist jetzt ein weibliches. Hier haben wir ein weibliches, da haben wir ein weibliches. Ihr seht, es ist egal, was ihr hier entwickelt. Es ist alles weiblich, aber kann trotzdem unterschiedlich werden. Wir nehmen jetzt trotzdem das zweithöchste von Mäusekind, entwickeln das und hoffen, dass da noch ein Panikon rauskommt. Dann ist die Familie nämlich vollständig. Wenn es jetzt ein Schalocco wird, dann fräse ich kein Besen, aber dann. Scheiß die Wand an, jetzt tut's mir leid, weil ich extra dem Benjamin versprochen habe, ja, der kriegt noch seinen Shiny Sandan, ich brauche Waumpel und alles und jetzt bräuchte ich gar keinen Waumpel mehr, jetzt habe ich doch alles. Habe ich überhaupt alles? Ich weiß nicht, ich blicke gerade selber nicht mehr durch. Wir können ja das Geschlecht gleich mal vergleichen und mal angucken, wenn wir Waumpel, was muss ich jetzt eingeben hier, plus. Plus, 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 plus. Waumpel. Ja gut, die anderen habe ich ja eh alle nicht mehr da. Wir können uns das also jetzt so angucken. Oh, diese Dreckstastatur. Jetzt machen wir hier mal nach Nummer sortiert. Wir haben also ein Schalocco und einen Papinella. Das ist männlich, das ist auch männlich. Das ist aber auch männlich. Jetzt könnte man wirklich denken, dass alle männlichen, das ist auch männlich. Wollt ihr mich verarschen? Das ist weiblich. Ach, da haben wir es. Jetzt seht ihr, dass es nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, denn hier habt ihr ein weibliches und hier habt ihr ein männliches und trotzdem ist es Pudox. Ihr habt ja auch weiblich, weiblich, männlich, männlich. Das hat man ja eben schon abgeklärt. Im Endeffekt
Es ist fertig. Ich bin durch. Ich brauche nichts weiter. Ich habe jetzt also das Partyhut-Wombel. Wir haben ein normales Wombel, also immer als Shiny. Wir haben das Schalocco-Shiny. Wir haben das Papinella-Shiny. Wir haben das Panekon-Shiny. Und wir haben das nicht, aber hier das Pudox-Shiny. Richtig genial. Ich werde trotzdem natürlich, weil ich es Benjamin auch versprochen habe, der kriegt auf jeden Fall noch sein Sandan und ich habe so viele Versprechungen gemacht in letzter Zeit. Das mache ich alles noch, aber ist jetzt nicht schlimm, denn die Shinies, die ich habe und abgeben will, die sind eh älter und da habe ich eh die Befürchtung gehabt, wenn ich ein älteres abgebe gegen ein Wombl, dass das eh lucky wird. Gerade jetzt, weil das Event noch aktiv ist. Aber so kann ich einfach das weggeben und kann vielleicht irgendwas anderes dafür verlangen. Irgendein legendäres einfach, das schadet denen nicht, wenn die mir dann irgendeinen Lecci geben, einfach so aus Spaß. Denn wenn die Chance da ist, dass das Lucky wird und man kriegt gleich noch einen Lucky, Lecci, irgendwas hinterhergeschmissen, ist das ja auch wieder eine gute Sache. Also, ich habe es mir schwerer vorgestellt. Ich dachte wirklich, das wird eine schwere Geburt. Trotzdem haben wir es jetzt durchentwickelt. Und zur Feier des Tages nehmen wir auch das Waumbel, das Shiny Lucky Waumbel vom Vorbelastet, entwickeln das einfach noch. Das entwickeln wir einfach komplett durch nochmal für die Folge. Scheißegal, was das jetzt wird, ob das jetzt Pudox wird oder ob das jetzt Schalocca wird oder Schalocco, wie auch immer. Ja, es ist das Grüne, ist aber nicht schlimm. Denn das ist ja jetzt schon größer als eben noch das Waumpel, verdeckt so also ein bisschen mehr den Hintergrund. Obwohl irgendwie, das sieht besser aus als die Endversion. Aber egal. Wir brauchen ja sowieso den Lucky-Eintrag von den ganzen Viechern, von Pudox und von Panekon und wie sie alle heißen. Deswegen entwickeln wir das einfach durch, haben wir es jetzt halt für den Lucky-Dex gemacht. Und das ist ja jetzt eben größer und wuchtiger, daher bedeckt es ja den Lucky-Hintergrund noch ein bisschen. Jetzt fällt es zwar überhaupt gar nicht mehr auf, dass es shiny ist, weil das ganze Fungeln in dem ganzen Dreck untergeht, aber ist nicht schlimm. Ich bin trotzdem froh, wir haben es geschafft. Wir haben wirklich mit 5 Waumpel komplett die ganze Familie voll gehabt, voll gemacht. Fass es nicht. Grüße gehen raus an alle, die mitgeholfen haben, an alle, die jetzt trotzdem nachträglich immer noch ihre Shinies von mir bekommen. Das sind noch 2, 3 Leute offen, wo noch was getradet wird und so. Also richtig stark, sehr krass. Danke an die Community auf jeden Fall. Danke an jeden, der helfen wollte und geholfen hat natürlich. Das ist genial. Jetzt kann ich auch demnächst meine Folge raushauen mit alle Gen 3. Shinies komplett mit Familien. Vorher muss ich aber noch Gen 2 filmen und entwickeln und machen. Also, ich bin einfach happy. If you happy and you know it, wisst ihr Bescheid. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.